Hallo und herzlich willkommen bei meiner Präsentation mit Sensi. Ich bin die Duftlady Nadine Pautz und ja, ich würde sagen, wir machen es uns jetzt richtig gemütlich. Es würde mich freuen, wenn ihr es euch auch gemütlich macht und wir schnuppern zusammen in die Welt von Sensi. Das ist für mich jetzt mal etwas ungewöhnlicher hier bei Facebook. Sieht alles ganz anders aus. Ich bin normalerweise bei YouTube und Instagram unterwegs, aber ja. Das werden wir jetzt schon machen. Genau. Was ist Sensi? Sensi sind elektrische Duftlampen. Ihr seht eine hier. Das ersetzt so die herkömmliche Duftkerze. Vorteil davon ist, ich zeige es euch, das Ganze hat ein Kabel und das wird mit einer Glühbirne betrieben. Das heißt, ihr habt keine Brandgefahr. Ihr könnt das Zimmer verlassen, ihr könnt zur Toilette gehen, ihr könnt schnell in den Kindergarten fahren. Und habt aber nicht die Gefahr, dass euch die ganze Bude abbrennt. Das Ganze wird auch nur erwärmt und nicht erhitzt. Das heißt, ihr könnt auch im angeschalteten Zustand jederzeit in das Wachs hineinfassen, ohne euch zu verbrennen. Es besteht also keine Gefahr für Kinder und Haustiere, die im Haus sind. Ein weiterer Vorteil ist, die Leute, die sonst immer sagen, oh, Kopfweh und so weiter, werden hier keine Probleme haben, da kein Verbrennungsprodukt entsteht. Da ja das Ganze nur erwärmt wird und nicht wirklich verbrennt, bleiben die Reste, sage ich jetzt mal, vom Duftöl, vom Docht und so weiter, die gehen ja nicht in die Luft über, sondern die Luft wird ja nur vom Duft durchströmt. Jetzt fragt ihr euch sicher, was ist denn das für ein Wachs? Ich zeige es euch. Man kauft das Wachs in so einer Tafel, Schokolade quasi. Das sind immer 8 Portionen drin. Da bricht man sich seinen Würfel oder auch Anfängern empfehle ich oft einen halben Würfel raus und legt den in seine Duftlampe. Das machen wir jetzt mal zusammen. Da ist Paraffin, der Träger mit hochwertig getränktem Duftöl. So sieht das Ganze aus. Vorteil dabei ist dann auch wieder, ihr könnt die Duftintensität selber bestimmen. Ihr könnt einen Würfel einlegen, so wie ich das jetzt machen werde. Ihr könnt aber natürlich auch 2, 3 oder sogar 4 Würfel einlegen, wenn ihr ein richtig krasses Dufterlebnis haben wollt, was ja bei der Duftkerze nicht möglich ist. Ihr könnt natürlich auch Düfte mischen und habt dann euer ganz individuelles Dufterlebnis. Also den legen wir jetzt ein und dann schmilzt der. Es wird in der Schale auch nicht weniger, da das Ganze ja nicht verbrennt. Das heißt, die Duftmenge, die ihr eingelegt habt, bleibt immer gleich. Es wird lediglich irgendwann passieren, dass ihr den Duft nicht mehr wahrnehmt und dass die Duftintensität nachlässt. Wann das sein wird, liegt an jedem selber. Jeder nimmt Düfte anders wahr. Die einen wechseln früher, die anderen sagen auch, ich möchte jeden Tag meinen Duft wechseln. Das ist auch kein Problem. Wenn ihr den Duft im kalten Zustand rausnehmt, das geht ganz einfach mit der Ecke vom Wachsbar, dann, oder mit dem Teelöffel, könnt ihr die Düfte auch täglich tauschen. Am nächsten Tag könnt ihr euren Lieblingsduft wieder benutzen. Also es gibt zum Beispiel, ich habe Kunden, die sagen, wenn Besuch kommt, der keine Vanille mag, nehme ich meinen Duft raus und lege einen anderen wieder rein. Und dann muss man den nicht gleich wegschmeißen, sondern kann den dann wiederverwenden. Es gibt auch Kunden, die sagen, ich tausche das Wachs lieber im nassen Zustand. Da gibt es dann diese speziellen Pads, gehen aber auch welche aus der Drogerie. Die tunkt man einfach ein und dann saugt sich das voll. Die Yvonne schreibt, ich kenne Sensi und liebe die Vielfältigkeit. Ja, also das ist herrlich. Es gibt über 80 verschiedene Düfte und auch über 60 verschiedene Duftlampen. Das heißt, es findet wirklich jeder seinen passenden Duft und zu seinem Einrichtungsstil passende Lampe. Also es ist für jeden Geschmack etwas dabei. Ja, genau. Also so funktioniert das Ganze. Und wie gesagt, also ich zeige es euch auch nochmal, es wird nicht heiß. Man kann jederzeit hineinfassen. Und wo bei einer Duftkerze hat man das? Es entsteht kein Ruch, kein Rauch, die Decke wird nicht schwarz. Also für alle Duftliebhaber eigentlich wirklich ein Traum. Wenn ihr jetzt aber sagt, ich habe keinen Platz für so eine große dekorative Lampe, die einen Lichteffekt hat, habe ich noch eine andere Möglichkeit für euch. Es gibt auch diese schönen Wandstecker. Auch hier, das ist nur ein Designbeispiel. Es gibt wie gesagt 60 verschiedene. Funktioniert genau gleich. Ich zeige es euch. Innen drin ist eine Glühbirne hier mit 15 Watt. Ausgerechnet beim aktuellen Strompreis
6 Stunden am Tag, 31 Tage im Monat, wäre er hier beim Strompreis von 99 Cent. Das muss man sich mal vorstellen. Da kriegt er keine IKEA-Katze für. Und ihr müsst hinterher noch das Glas entsorgen. Also ihr habt hier auch eine lebenslange Garantie von Sensi auf die Elektrik. Das ist wirklich eine Anschaffung fürs Leben. Und dann könnt ihr oben auch euren Lieblingsduft einlegen. Ich habe hier Pineapple Rose drin in dieser Lampe. Das ist der aktuelle Duft des Monats Januar. Wenn ihr Duftproben haben wollt oder einen Katalog, sagt mir gerne, gerne Bescheid. Auch hier, wie gesagt, steckt man direkt in die Steckdose ein. Man kann den Stecker auch drehen, wenn man jetzt eine Steckdose hat, die so rum ist. Das ist unser Duftsystem mit Wachs, unser beliebtestes Duftsystem. Es gibt aber natürlich auch Räume, wo keine Steckdose haben. Also zum Beispiel in Gästeklos ist das oft der Fall. Da wurde halt nicht dran gedacht, dass man ja mal vielleicht Sensi-Fan wird und Duft haben will. Da gibt es dann auch die Möglichkeit unserer Duftblume. So sieht es aus. Das Etikett ist rückstandslos abziehbar. Das heißt, man hat dann nur diese wunderschöne Blume. Die ist mit Öl gefüllt, ist aus Solarholz und komplett recycelbar. Das heißt, diese Blüte zieht sich mit Öl voll und man hat wirklich, also nach meiner Erfahrung, monatelang guten Duft. Es kommt ein bisschen drauf an, wo die Blume steht, wie warm, kalt es in dem Raum ist. Aber also wir lieben die im Gästebad und ich habe auch eine im Eingangsbereich auf dem Telefonschrank stehen, weil sie einfach schön aussieht. Am Anfang nicht erschrecken, wenn die Blume komplett leer ist, zieht es natürlich schneller, wie es dann am Ende leer wird. Also insgesamt habe ich aus Erfahrung ungefähr 4 Monate Öl und dann duftet es noch mindestens 2 Monate länger. Also ich wechsle sie einmal jedes halbe Jahr aus. Ich habe auch Kunden, die sagen, ich brauche alle 4 Monate eine neue Duftblume und ich habe Kunden, die sagen, ich fülle mit Wasser nach und ich habe sie noch länger. Da muss ich allerdings dazu sagen, das haben auch schon Kunden versucht, das Öl aufzufüllen mit Drogerieöl. Das funktioniert nicht, weil die Duftblume einfach schon vollgezogen ist. Und das ist auch immer so eine nette Geschenkidee. Das kann man einfach einer 20-Jährigen zum Einzug schenken oder einer 60-Jährigen. Das passt einfach immer so ein nettes Mitgäbsel. Im Gegensatz zum Blumenstrauß freut sich der Beschenkte da, denkt wesentlich länger an euch. Genau, ich habe gesehen, dass man für diese Wandsteck auch eine Basis bestellen kann, sagt die Yvonne, genau, jetzt kann ich nicht weiterlesen, Moment. Funktioniert das dann auch wie an der Wand? Genau, ich zeige es dir nochmal, liebe Yvonne. Das sind die gleichen Schirme, das heißt alle Lampen, die du mit Wandstecker haben kannst. Dafür gibt es auch eine Tischbase. Ich kann dir nachher auch gerne ein Foto schicken. Ich habe es jetzt nicht hier. Ich sitze nämlich gerade im Kinderzimmer meiner Tochter, weil meine Kinder im Wohnzimmer sind. Genau. Und dann gibt es einfach eine Tischbase, die ist ungefähr, Moment, ihr könnt es jetzt nicht sehen, die ist ungefähr so hoch, so, keine Ahnung, 7-8 cm würde ich sagen. Und dann schraubt man da einfach den Schirm drauf und hat das Ganze dann mit Kabel. Ich kann es euch im Katalog schnell zeigen. Genau. Ja, gerne mein Bild. Ich zeige es dir schnell im Katalog. Ich kann dir aber auch gerne einen Katalog zuschicken oder dir ein Bild von meiner Base schicken. Ich habe jetzt nur, wie gesagt, nicht alles ins Kinderzimmer getragen. Dann mal gucken. Also wie gesagt, wer einen Katalog haben will, ich schicke euch gerne welche zu. Ich schicke euch auch gerne die Duftproben zu, eine Duftpost, eine Überraschung, da freut sich eigentlich jeder. Genau, also guck mal, so sieht das Ganze mit Tischbase aus. Das ist jetzt ein Schirm, da passt natürlich auch jeder andere Schirm. Und dann hat dieses Ganze aber ein Kabel. Das sieht man jetzt auf dem Bild nicht, aber wie gesagt, das funktioniert dann nicht mit Kabel. Also man darf sich das dann nicht ohne Kabel vorstellen. Wenn man eine Duftlösung ohne Kabel haben will, gibt es natürlich auch noch eine weitere Lösung. Moment, wo habe ich es hingetan? Hier. Kennt ihr unseren Sensi Go? Also das ist der Hammer im Sommer. Da gibt es auch einen ganz, ganz tollen Zitrusduft und man sagt ja, dass diese Zitrusdüfte gegen Stechmücken und gegen Bienen und Wespen und so weiter halten. Und dann kann man diesen Sensi Go, der wird mit Akku geladen, hat eine 18-stündige Akkulaufzeit, je nach Modi, einfach anschalten und auf der Tisch stellen. Auf der Terrasse zum Beispiel,
Den gibt es mit Farbwechsel, also es gibt diesen Streifen in zwei verschiedenen Farben. Es gibt den ganz in weiß ohne Licht und es gibt den eben mit diesem Farbwechsellicht. Man kann aber jede Farbe auch feststellen. Meine Kinder sind ganz begeistert vom Farbwechsel und es sieht auch einfach gemütlich aus, wenn man das auf der Terrasse stehen hat. Und es ist ein richtig angenehmer Zitrusduft im Gegensatz zu diesen Zitronella-Kerzen. Aber wie gesagt, also man kann auch jeden anderen Lieblingsduft, das sind diese Pots, die ich gerade gezeigt habe, einlegen. Das findet ihr dann auch im Katalog, welche Düfte es als Pots gibt. Hallo Laura, das ist immer eine Zweierpackung, so sehen die aus. Da sind kleine Kügelchen drin mit Duftöl getränkt. Und da kann man sich dann bis zu zwei einlegen. Auch hier ist die Duftintensität wieder frei wählbar. Es gibt die Möglichkeit, einen Pot einzulegen und es gibt die Möglichkeit, auch zwei Pots einzulegen. Dann ist das Ganze wesentlich stärker. Also ich aus meiner Erfahrung, ich nutze einen Pot. Mir reicht es völlig aus. Ich hatte den auch im Schwimmbad dabei, beim Eisessen. Das war so toll für die Kinder. Ich hatte den am Strand dabei. Ein Traum. Ihr habt auch hier eine lebenslange Garantie auf die Elektrik. Das heißt, es ist eine Anschaffung fürs Leben und den könnte man jetzt auch in Räume ohne Steckdose stellen und überall mit hinnehmen. Und top passt dieses Runde auch in den Becherhalter im Auto. Das heißt, es ist euer Duft für unterwegs. Es gibt zwar von Sensi auch für einen Spiegelanhänger und es gibt auch diese K-Clips zum ins Lüftungsgitter, aber wer richtig intensiven Duft im Auto haben will und ja, mobil sein will, ist einfach hier auch richtig. Lässt sich mit ins Hotel nehmen, lässt sich, wie gesagt, im Sommer auf der Terrasse verwenden und im Alltag im Auto, also da hat man immer was dabei. Genau, das ist unser Sensi Go. Diese Pots, die ich euch gerade gezeigt habe, da gibt es noch eine coole Einsatzmöglichkeit. Diese Pots, genau, die hier am Sensi Go sind. Da gibt es nämlich auch noch eine richtig coole Lösung für alle Katzenbesitzer oder eben auch für die Toilette. Ich zeige es euch. Den habe ich hier. So, das ist unser Duftventilator. Vorteil gegenüber der Duftlampe ist, ihr habt Duft auf Knopfdruck. Leute, ich sag's euch, das ist so gut. Ich habe den, also wie gesagt, wir haben Katzenklos im Flur, weil das halt einfach der Raum ist, wo sie am besten hinpassen und weil die Katzen dann da am besten durchs Treppenhaus laufen können. Ja, ihr wisst, oder ich glaube, jeder kennt's, die Katze muss genau dann aufs Katzenklo, wenn es klingelt. Und dann denkt man, oh nein. Und dann habe ich das eben, wie gesagt, im Flur. Ich drücke den Knopf, ich habe sofort Duft. Bis der Besuch zur Tür drin ist, duftet es wieder eins an. Alle kommen dann, oh, hier riecht so gut. Genau, eben bei der Duftlampe habt ihr, bis das Wachs geschmolzen ist, dauert es einfach so 10, 20 Minuten und hier habt ihr sofort Duft. Wir lieben den, wirklich auch in der Toilette. Also man geht rein, drückt den Knopf, wenn man wieder rausgeht, drückt man nochmal den Knopf. Man braucht kein Raumspray mehr und ja. Also ich persönlich finde ihn nicht jetzt für den Dauerbetrieb geeignet. Das geht natürlich, ist kein Thema. Aber ja, für mich ist es eher so eine, ich brauche schnell und kurz Duft. Oder zum Beispiel beim Kochen ist eine wunderbare Geschichte. Aber wenn man jetzt einfach Duft im Dauerbetrieb haben will, würde ich euch die Duftlampe mit Wachs empfehlen. Die könnt ihr 24 Stunden, 7 Tage die Woche anlassen. Also meine Kinder benutzen die auch als Nachtlicht. Die haben ein anderes Modell, die ist natürlich cool. Also ich habe 2 Jungs und ein Mädchen. Und die haben dann teilweise nicht mal Wachs drin oder Wachs, was schon lange nicht mehr riecht. Es gibt immer diese Disney-Kollektionen und ja, da sind sie ganz begeistert und dann vergessen sie das Ganze aber wieder und die nutzen die eben als Nachtlicht und haben sie auch im Flur. Dann können alle auf die Toilette gehen. Aber ja, für den schnellen Einsatz auf der Toilette oder beim Katzenklo bin ich einfach Fan vom Ventilator. Wir haben den auch im Wohnwagen. Vorteil hier ist nämlich, man kann den auch so rumhängen. Das ist jetzt für alle interessant, die sagen, ich habe aber einen Lichtschalter über der Steckdose. Das geht natürlich beim Wachs nicht, ne? Man kann das Wachs nicht nach unten hängen. Also kann man schon, funktioniert aber nicht. Beim Ventilator ist das gar kein Problem. Im Wohnwagen, man kann es auch so hängen, je nachdem, wie rum dass man die Steckdose hat. Auch hier natürlich wieder, man kann es drehen, wenn die Steckdose andersrum ist. Man kann bis zu 2 Pots einlegen. Man kann auch hier die Duftintensität damit selber festlegen und kann auch die Düfte
mischen. Also absolute Empfehlung für die Toilette. Ist einfach so. So, das war das zweite System mit Pots. Wie gesagt, diese Pots sind für diese beiden Geräte. Und in die Lampen kommt unser Duftwachs. Das war eigentlich das große Hauptthema von Sensi, die Düfte mit Steckdose. Ich habe jetzt noch ein paar Nebenprodukte, einfach meine Lieblinge aus dem Sortiment, die ich euch gerne zeigen will. Ich zeige euch heute nicht alles, das würde der Rahmen nämlich definitiv sprengen, aber so ein paar Lieblinge. Also ich liebe, liebe, liebe unsere Handcremes. Man braucht davon, also gibt es in verschiedenen Duftrichtungen, ihr findet die im Katalog. Ihr könnt euch euren Lieblingsduft raussuchen, den ihr auch in der Lampe habt. Und man braucht nur eine erbsengroße Menge und die sind unglaublich gut. Also wenn ich jetzt eincreme und dann irgendwie eine halbe Stunde später noch bei meinem Mann irgendwie gestikuliere in der Nähe, fragt er immer, ob ich Parfüm genommen habe, weil es einfach... ja, immer noch duftet und es pflegt so gut. Also die halten auch ewig. Ich bin so, so begeistert von unseren Handcremes. Ich habe die in jeder Handtasche. Wie gesagt, ich zeige euch jetzt noch meine Lieblingsprodukte. Ein weiterer absoluter Klassiker und so viele Einsatzmöglichkeiten sind unsere Wäschedüfte. Also es gibt von Sensi auch Waschmittel. Wenn ihr da Interesse habt, schreibt mich bitte vorher an. Ich oute mich, dass ich süchtig bin nach eurem Geschirrspülmittel, schreibt Yvonne. Ja, liebe Yvonne, du weißt, dass die Geschirrspülmittel, also ich finde sie auch toll, die haben eine wahnsinnige Fettlösekraft und riechen super gut, aber die verlassen leider unseren Katalog komplett. Ich weiß nicht, ob du schon gehört hast. Ja, die werden dann eventuell nur noch als Sonderkollektionen zurückkommen. Zum Beispiel gibt es ja als eine Herbstkollektion oder eine Winterkollektion. Dann kann sein, dass da einzelne Düfte zurückkommen. Aber so diese große Masse am Lieblingsduft, die werden einfach jetzt zum 28.02. den Katalog verlassen. Das heißt, man muss sich da noch eindecken. Ich persönlich werde mir auch noch auf Lager legen. Es ist nämlich so, im Februar gibt es ja 10% auf alles, außer lizenzierte Artikel. Und im Februar gibt es 20% auf alles, das das Sortiment verlässt. Und da wir ja jetzt nun wissen, dass die Spülmittel das Sortiment verlassen, erwarte ich ganz stark, dass die 20% reduziert sind oder mehr dann in der Schatztruhe. Und deswegen kannst du dich da gerne noch eindecken. So, Spülmittel, wir waren bei den Forscherwips. Die Wascherwips, wie gesagt, absolute Empfehlung. Es gibt so, so, so viele Einsatzmöglichkeiten dafür. Und zwar ist da ein Dosierlöffel dabei. Das sieht so aus wie Salz. Und ihr gebt einfach zu eurem Waschmittel, also in die Wäschetrommel, einen Löffel. Ich decke das immer noch ein bisschen mit meiner Wäsche zu. Und dann... wascht ihr ganz normal. Ihr könnt natürlich das Sensi Waschmittel verwenden, die sind toll, also sind auf Enzymbasis, reinigen sogar Fett und Blut ohne Probleme, duften toll, dann wird die ganze Geschichte noch intensiver. Die Wascherwips funktionieren aber auch mit eurem vorhandenen Waschmittel. Wenn ihr sagt, ich habe jetzt noch so viel Waschmittel daheim, funktioniert es trotzdem und die Wäsche wird richtig weich, obwohl es kein Weichspüler ist und sie duftet tagelang. Es ist einfach ein Traum. Also das sind die Wascherwips. Weil ich das Ganze richtig intensiv mag, weil sonst bräuchte ich keine Wascherwips, mache ich das Ganze noch in eine Single-Socke, knot die oben zu. Das ist jetzt mein persönlicher Tipp, nicht der Tipp von Sensi. Und dann kann ich die 7-mal, kann ich meine Socke mit den Duftperlen gefüllt noch mitwaschen, bis ich da nichts mehr wahrnehme. Die Wascherwips, also ich habe es vorher schon gesagt, ich habe 2 Jungs. Ja, Fußballschuhe, ihr könnt es euch denken. Ich mache auch da ein paar, so ein halber Löffel pro Schuh, verteile das ein bisschen, lasse es 48 Stunden einfach einwirken in den Schuhen. Dann klopfe ich die Schuhe auf den Fußboden und sauge das mit meinem Staubsauger auf. Erstens, die Schuhe riechen top. Und zweitens der Staubsaugerbeutel. Jedes Mal, wenn ich staubsaug, denke ich, meine Magnolia-Lehnen. Ihr seht es auch, das Ganze hat keine
Reizsymbole, keine Gefahrstoffe, wie alle anderen Putzreinigungsmittel von Sensi, Waschmittel. Also ihr müsst da nicht Hautreizungen oder sonst was. Das ist wirklich, wirklich, wirklich absolute Empfehlung. Und ja, eben die Wäsche, ein Traum. Und es gibt zwar Wäscheweich von Sensi, das wird es im Katalog auch verlassen, aber also ihr braucht es damit nicht. Also das Waschmittel und das in Kombi. Und wie gesagt, weil ich es richtig knallen lassen will, mache ich es noch im Trockner in die Singlesocke. Und man hat wochenlang richtig gut duftende Wäsche. So, was habe ich euch dann noch rausgesucht? Ich habe noch das Badesalz dabei. Eigentlich habe ich jetzt noch was anderes gedacht, aber das Badesalz wird uns nämlich leider auch verlassen. Mhm. Das heißt, Yvonne, falls du auch ein Badesalz-Fan bist, dann musst du auch zuschlagen. Wobei ich mir beim Badesalz, hallo Sandra, schön, dass du da bist, wobei ich mir beim Badesalz eigentlich sicher bin, dass das uns schon noch öfters in den Sonderkollektionen besuchen wird. Da gibt es ja doch einige Fans. Also da bin ich auch richtig, richtig traurig. Aber ja, im Februar könnt ihr dann auf jeden Fall mit den 20% nochmal ordentlich, ordentlich sparen. Weil das ist auch immer, ihr kriegt ja fast ein Kilo, ihr seht, 910 Gramm. 910 Gramm. Wisst ihr, wie lange ihr damit hinkommt? Und es ist einfach, man gönnt sich damit was. Ihr müsst euch das vorstellen, langer Tag, ihr liegt in der Badewanne und es duftet nach eurem Lieblingsduft. Also das ist dann nicht nur, ich bin sauber, sondern es ist dann wirklich ein Genuss. Ja, und wie gesagt, dann noch zusätzlich in das frisch gewaschene Handtuch. Ja, so, es gibt noch viel, viel mehr von Sensi, das würde jetzt aber, wie gesagt, den Rahmen sprengen. Die Yvonne schreibt gerade, ich habe leider keine Badewanne, deswegen liebe ich das Geschirrspülmittel, das erinnert mich an die Badewanne. Ja, liebe Yvonne, du weißt aber, es gibt von Sensi auch Duschgel und Handseifen. Und das Duschgel ist übrigens auch sehr, sehr ergiebig und es macht so weiche Haut. Also man braucht nur ganz, ganz wenig und ein Traum. Die Peelings kannst du natürlich auch in der Dusche verwenden, aber auch diese werden das Sortiment jetzt komplett verlassen. Das heißt, diese sind dann auch reduziert im Februar. Da muss ich jetzt sagen, das werde ich dann im Sommer vermissen. Ich habe das ja auch als für die Füße benutzt und für die Hände und dann schön gecremt. Ich habe auch viele Live-Partys gemacht im Sommer. Wir haben dann ein Fußbad gemacht mit den, mit den Gästen, während ich dann die Präsentation gemacht habe, und mir wird das Peeling definitiv auch fehlen. Aber noch kann man es kaufen, und da wäre meine Empfehlung an dich, liebe Yvonne, dass du mal das Duschgel ausprobierst in deiner Lieblingsrichtung, und ja, dann hast du auch ein Sensi-Duscherlebnis. Ist auch richtig toll, der ganze Raum. Also mein Mann hat auch Sensi-Duschgel, das ist aus der Vatertagskollektion. Wenn der duscht, das ganze Haus duftet, ich liebe das. Aber gut. Wie gesagt, ich will euch jetzt nicht länger hier auf die Folter spannen. Ich schicke euch sehr, sehr gerne Duftpost zu, das heißt ein Katalog, einige Duftpröbchen und ein paar Flyer. Kostenlos und unverbindlich natürlich, und dürft mich gerne, gerne anschreiben, dann schicke ich euch das zu. Ihr habt dann keine Kaufverpflichtung, ich habe Wortfindungsstörungen so langsam. Ihr könnt euch das einfach in Ruhe angucken und könnt die Rabatte im Februar mitnehmen. Wer sagt, ich möchte alles ausprobieren? Ich habe auch mehrere Dufttaschen und Testkörbchen. Da sind dann alle 80 Düfte drin. Die verschicke ich auch gern. Dann könnt ihr euch eine Woche durchschnuppern, könnt Freunde schnuppern lassen, könnt, wenn ihr Bestellungen selber sammelt, auch noch richtig coole Prämien und Halbpreise abräumen. Aber wie gesagt, auch wenn ihr nur für euch alleine Sensi kennenlernen wollt, schreibt mich gerne, gerne an. Ich schicke euch einen Katalog und Duftproben zu. So, ich könnte dir noch länger zuhören. Ja, ich bin jetzt aber am Ende. Wie gesagt, das Sortiment ist noch viel, viel größer, aber das seht ihr dann in der Duftpost. Ich wünsche euch einen ganz, ganz schönen Abend. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr konntet ein bisschen entspannen und euch ja berieseln lassen. Macht's gut, habt ein schönes Wochenende. Tschüss!